Nein. Sind sie drin? Okay. Ja, dann, ihr seid fleißig noch am Eintreten. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Livestream Clean 9 meets Thermomix. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich wieder da seid. Und ich begrüße auch ganz herzlich die Natalia Stefan, die mich heute unterstützt, unsere Thermomix-Repräsentantin. Und ich begrüße auch ganz herzlich unsere Steffi Gillis aus Hattersheim, die uns heute noch einen ganz tollen Erfahrungsbericht ganz zum Abschluss gibt über Thermomix, Kochen und das Clean9-Programm, ihre Erfahrung damit. Ja, wir starten. Und zwar geht es heute um die Ganzkörperreinigung Clean9. Das ist ein ganz fantastisches Programm, denn innerhalb von 9 Tagen schaffen wir es, eine komplette Körperveränderung zu erreichen. Und zwar haben wir diese ganz tolle, darauf basiert das Programm, deswegen habe ich es auch ganz groß aufgebaut, die Aloe Vera. Das ist ja eine ganz besondere Pflanze, ist eine Heilpflanze und besitzt 270 Vitalstoffe und Nährstoffe, also geballte Kraft und Spurenelemente, Mineralstoffe und auch einen ganz besonderen Stoff, ein Polysaccharid, und das heißt Azemanan. Und das Azemanan ist in der Lage, wie ein Magnet, die Ablagerungen aus unserem Körper und der Darminnenwand abzutransportieren. Und das ist eben ganz wichtig, denn jeder kann das Programm machen, die ganze Familie, jung, alt, Mann, Frau, schlank, übergewichtig, das spielt keine Rolle. Wir haben nämlich alle ein Problem. Wir haben Schadstoffe oder nehmen täglich Schadstoffe auf mit der Nahrung, über Kosmetika, über Medikamente, über die Luft, über Nahrung, eben auch durch Stress. Und das sorgt dafür, dass der Basensäurehaushalt durcheinander gerät. Und dieses Paket harmonisiert dieses wieder und sorgt dafür, dass wir auf Zellebene wieder sauber werden, also gereinigt werden. Und das sorgt für eine ganze Menge Energie in uns. Diese Energie sorgt dafür, dass der Stoffwechsel wieder richtig in Schwung kommt, auch der Muskelstoffwechsel. Und wir werden danach wieder richtig, haben Lust, uns zu bewegen. Wir wachen vor dem Wecker auf. Und was ganz wichtig ist, wir nehmen an den richtigen Stellen ab. Nämlich dadurch, dass die Schadstoffe abtransportiert werden und der Stoffwechsel wieder funktioniert, nehmen wir genau an den Stellen ab, wo es uns auch stört. Also nicht da, wo wir es nicht wollen, sondern da, wo die Fettdepots auch sitzen. Und nach den 9 Tagen ist es schon richtig schön sichtbar. Ja, in diesen 9 Tagen trinken wir einen Shake, einen Mahlzeitenersatzshake, und der ist richtig lecker. Also ihr müsst den unbedingt probieren. Wir haben Schoko und Vanille. 2 Mahlzeiten werden dadurch ersetzt. Ist vegan und ja, wie gesagt, schmeckt richtig lecker. Es sind hochwertige Nährstoffe drin, die auch in den 9 Tagen unserem Körper richtig gut tun. Wir haben keinen Jojo-Effekt in dem Programm. Das liegt an der Aloe und auch an diesem fantastischen Eiweißshake oder Mahlzeitenersatzshake. Ja, das ist so das Wichtigste. Dadurch wird unser Immunsystem extrem gestärkt, weil wir helfen natürlich unseren Entgiftungsorganen, der Leber und den Nieren, einfach die Schadstoffe abzutransportieren. Säure-Basenhaushalt wird harmonisiert, hatte ich schon erwähnt. Und was kann es im Moment Besseres geben, als unsere Abwehrkräfte zu unterstützen und wieder zu aktivieren? So viel also hier zu dieser tollen Box. Das Programm ist absolut alltagstauglich für die ganze Familie gemacht. Und da wir ja auch was essen dürfen, ab Tag 3, nämlich auch eine richtig tolle warme Mahlzeit, kommt jetzt der Thermomix ins Spiel. Und wir sind ins Kochstudio gefahren nach Bad Homburg, die Natalia und ich, und haben euch jetzt was vorbereitet, nämlich ab Tag 3 ein Meal Preparation, was ihr mit ins Büro nehmen könnt oder mit ins Homeoffice, was ihr einfach schon vorbereiten könnt und dann griffbereit habt, wenn die Mittagspause ansteht. Lasst euch überraschen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich sag mal zu meinem Mann, Video ab. So, und jetzt sind wir bei Tag 3 bis Tag 9 in Clean 9 angekommen. Das heißt, ab dem dritten Tag, da freuen sich ja schon alle dann drauf, darf dann wieder auch richtig gegessen werden. Das heißt, die Frauen haben eine 600-Kalorien-Mahlzeit und die Männer eine 800-Kalorien-Mahlzeit. So, und da haben wir euch jetzt verschiedene Gerichte vorbereitet, beziehungsweise wir zeigen euch jetzt Gerichte, die wir mit dem Thermomix eben machen können. Und wir starten mit einer ganz, finde ich, besonderen Variante, weil ich ganz oft danach gefragt werde. Zum Beispiel wird ganz oft gefragt,
dürfen wir denn ein Brot essen? Weil viele Leute können oder denen fällt es unheimlich schwer, ich weiß nicht, ob du das auch festgestellt hast, auf das geliebte Brot zu verzichten. Also ich werde ganz oft gefragt, muss ich jetzt auf Brot verzichten? Ich sage dann immer, ja, wir verzichten auf Weizenmehlprodukte, aber deswegen müsst ihr nicht gleich auf das Brot verzichten. Und deswegen hat Natalia, die stellt uns gleich eine besondere Brotvariante vor, mit dem Thermomix gemacht. Und ich bin auch schon ganz neugierig, weil ich esse natürlich auch immer mal gern ein Brot. Und damit Brot nicht langweilig schmeckt, hast du uns auch noch zwei schöne Dip-Varianten dazu gemacht. Und was ich hier eben ganz toll finde, ist, dass wir uns ein Brot schmieren können, auch für die Arbeit. Weil das Clean9-Programm soll ja doch auch alltagstauglich sein, weil ja viele Leute gehen ja arbeiten. Vor allen Dingen an Tag 3 läuft ja alles wieder ganz normal. Und dann könnt ihr euch nämlich jetzt so ein schönes Brot vorbereiten. Natalia, erzähl uns doch mal, was du da jetzt Schönes für uns vorbereitet hast. Ja, wir haben zum einen hier ein Brot mit Hafer, ja, ein Eiweißbrot. Also wir verzichten da auf Weizen. Und es sind zwei Varianten, einmal eben mit dem Quark und einmal eine Alternative, ein Frischkäse, der hauptsächlich aus Mandel erzeugt wird. Und das zeige ich euch einfach mal. Wir haben eigentlich die gleiche Konsistenz. Es unterscheidet sich in keinesfalls von Quark mit der Alternative. Dazu bereiten wir uns vor, nehmen wir den Karottenaufstrich. Das ist ein mediterraner Dip. Das heißt, wir haben da Thymian und je nachdem Oregano, wer es möchte. Hier ist es zum Beispiel drin. Hier habe ich auch Olivenöl. Du noch mal ganz kurz sagen. Genau, also Olivenöl mag ich besonders gern. Olivenöl hat nämlich eine ganz tolle Wirkung im Hinblick. Also erstens mal hat Olivenöl sehr gute Fette drin, vor allen Dingen Omega-9-Fettsäuren drin. Aber es hat auch noch die Eigenschaft, schmerzstillend zu sein. Also 50 Milliliter von diesem Olivenöl, das sind ungefähr 3 Esslöffel Olivenöl, haben die Wirkung von 200 Gramm Ibuprofen. Das weiß auch fast niemand. Also hat eine schmerzstillende Wirkung und ist ansonsten natürlich auch ein sehr gesundes Öl. Ich liebe das Öl auch an den Salaten. Also von daher, das ist hier auch schon drin, das ist wunderbar. Genau, zusätzlich packe ich jetzt noch eine Scheibe Käse, einen veganen Käse mit drauf. Also das muss ich gerade auch mal sagen, das finde ich total cool. Das hast du mir nämlich auch verraten. Ich kannte das nämlich auch nicht. Ich habe nämlich natürlich auch ganz viele veganische Freunde, die mit ins Clean 9 kommen. Und ja, dieser Käse, der ist rein pflanzlich aus Mandeln. Also ich bin super begeistert. Wir haben auch meine Familie den Geschmackstest gemacht. Tatsächlich, der schmeckt sowohl kalt als auch überbacken auf Toast. Sehr lecker. Also wirklich, also danke für die Alternative auch für alle Veganer unter uns. Und einfach auch, wir wollen ja im Clean 9 so ein bisschen die Kuhmilchprodukte reduzieren. Und von daher bietet sich das tatsächlich auch während Clean 9 an. Genau, ja, so sieht es aus. Genau. Ja. Ich habe jetzt hier schon was Kleines vorbereitet mit Rucola und natürlich dem mediterranen Karotten-Tomaten-Aufstrich. Zusätzlich habe ich noch nicht erwähnt, dass unser Brot noch Leinsamen enthält. Das heißt, dass wir auch da nochmal die Verdauung fördern. Und ja, vielleicht magst du ja. Sehr gerne. Also ich sage ja, wenn du mich hier überzeugst, vor allem mit dem Brot, machen wir mal den Geschmackstest. Ja. Mhm. 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 Der Dip. Super lecker. Super lecker und super gesund. Ja. Genau. Man kann natürlich auch bei Thermomix-Rezepten einfach ein bisschen kreativ sein. Ich habe zusätzlich zu der normalen Variante habe ich auf Butter verzichtet und habe eben den Simpli Frischkäse mit in den Aufstrich mit reingemischt. Und ja. Lässt sich zu allem gut kombinieren. Mhm. Genau, ich zeige euch jetzt noch den zweiten Aufstrich, den ich vorbereitet habe. Der besteht aus den Cashewnüssen. Mhm. Die Cashewnüsse werden, bevor man die verarbeitet, 8 Stunden lang im Wasser eingeweicht. Da läuft ein Prozess ab, dass die Enzymhämmer, die in den Nüssen enthalten sind, quasi sich auflösen. Das heißt, das Wasser, was dann in den Cashewnüssen drin war, muss auf jeden Fall entfernt werden, darf nicht weiter verabreicht werden, aber die Cashewnüsse selbst werden dann tatsächlich zu einer cremigen Paste, ein paar frische Kräuter rein
und natürlich ein bisschen Salz, wenn es darf, ne? Und schon ist auch der Dip fertig. Ja, zu dem Cashewnüssen möchte ich kurz was sagen. Ich bin nämlich ein absoluter Fan von Cashewnüssen, deswegen muss ich diese Paste auch probieren. Ja, sehr gerne. Warum bin ich Fan von Cashewnüssen? Cashewnüsse haben ein ganz, ganz tolles Eiweiß-Fett-Verhältnis. Das heißt, die haben sehr viel Eiweiß, nämlich 17 Gramm Eiweiß und 42 Gramm Fett. Das ist, wenn man so die anderen Nüsse vergleicht, ist das ein super Eiweiß-Fett-Verhältnis. Also viel Eiweiß und wenig Fett im Verhältnis zu anderen Nüssen. Und außerdem esse ich die auch wirklich gerne. Also von daher probiere ich das auch gleich. Oder jetzt? Mhm. Ja. Ich sage euch mal, wie es schmeckt. Und wir haben auch viele frische Kräuter drin. Das finde ich natürlich auch ganz toll, weil die frischen Kräuter, das sieht so aus, als wäre auch Petersilie drin oder so. Ja, Petersilie, also Vitamin C sorgt auch immer dafür, dass Eisen gut aufgenommen wird im Körper. So, ich schneide es mal, dann können wir beide. Also ich will ja jetzt eigentlich auch nur mal so ein Stückchen. Da bin ich jetzt auch mal ganz gespannt. So. Cremig. Lecker. Man schmeckt die frischen Kräuter richtig raus. Also das ist richtig ein ganz auch frisch. Wie lange dauert das dann jetzt mit so eine Paste? Wie lange dauert das jetzt, so eine Paste herzustellen? 10 Minuten. Also wenn man jetzt diese 8 Stunden Einweichprozess einfach weglässt, ist die Verarbeitungszeit, Gesamtzeit im Thermomix 10 Minuten. Toll. Und wie lange kann ich den jetzt in dem Glas aufheben? Der hält sich höchstens 5 Tage lang. Okay. Genau. Da wäre er eh weg. Aber 5 Tage ist in Ordnung. Also auch hier wieder ideal im Glas mit auf die Arbeit nehmen oder zu Hause schon vorbereiten in die Box und mit ins Büro. Und dazu könnten wir jetzt natürlich auch noch hier Rohkost einfach mit ins Büro nehmen, weil die Leute, die sagen, nein, ich verzichte wirklich auch auf Brot, die können einfach sich den Dip schnappen, ganz genau, eine Box machen, die Rohkost rein, Rohkostgemüse reinfüllen. Da haben wir natürlich auch viele Ballaststoffe, was für den Darm super ist. Aber eine große Bitte noch, kaut wirklich ganz langsam, gerade auch die Rohkost. Oft kauen und entlastet einfach schon Magen-Darm-Trakt, indem ihr einfach schon Vorhilfe leistet bei der Verdauung, indem ihr gut kaut. Ja, ja, super. Danke, Natalia. Gerne. Klasse. Ja, dann gebe ich jetzt auch weiter an die Natalia, denn die zeigt uns jetzt noch mal ganz kurz, wie man einen Dip macht. Das dauert jetzt eine knappe Minute. Viel Spaß dabei und danach gehen wir noch mal live zu unserem Erfahrungsbericht. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, genau. Guten Abend zusammen. Ja, Dip Dip Hurra, so heißt unser nächster Dip. Und da sind die 100 Gramm Cashews, 200 Gramm Cashews enthalten. Und ich habe jetzt auch ein bisschen Paranüsse noch gehabt, habe ich mit reingeschmissen. Und ja, wie man sieht, passiert es ganz schnell. Der Thermomix hat ja 10.700 Umdrehungen. Und in 0, nix ist es fein gemahlen. Ja, also man kann ja auch über Mehl im Thermomix selber mahlen. Hier in dem Dip kommt noch Paprika dazu. Und der Simpli-Frischkäse. Und ja, das Mandeln ist dann natürlich, wie habt ihr da schon im Video gehört, genau, Currypulver, 2 Teelöffel. Currypulver ist auch verdauungsfördernd und auch entzündungshemmend. Das sind die Umgebungen. Ich habe jetzt bodenscharfe Paprika genommen als Gewürz, damit es ein bisschen scharf ist. Im Originalrezept waren halt scharfe Peperonis mit drin. Und ja, genau, ein bisschen Pfeffer noch dazu und Steinsalz. Ich benutze eigentlich hauptsächlich Steinsalz, weg von dem Meersalz, von der Mikroplastik. Und genau, und da sieht man auch schon die Konsistenz. Ja, Gesamtzeit 10 Minuten. Dauert diese Prozedur im Thermomix. Das ist super easy zu machen und ja, Haltbarkeit 3 bis 5 Tage. Ja, es ist wirklich zu empfehlen, ist frisch und am besten gleich aufzumampfen, aber es hat auch ein Suchtpotenzial. Also mein Mann, der liebt den Dip Dip Hurra und kann man sowohl mit Gemüse als auch zum Fondue zum Beispiel zum Dippen nehmen. Ja,
Da ist ja der Thermomix sehr vielfältig, was wir da alles an leckeren Gerichten uns aussuchen können. Genau. Ja, ich glaube, ich gebe jetzt auch schon weiter. Ne? Es geht nämlich ja ruckzuck hier heute Abend an die Steffi. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Mein Name ist Steffi Gilles. Ich bin seit ein paar Monaten Verwenderin der Clean9-Produkte und habe das mittlerweile auch in meinen Alltag integriert. Und zusätzlich besitze ich seit ein paar Jahren schon einen Thermomix. Und Clean9 und der Thermomix sind für mich eine ganz hervorragende Kombination, weil das Abendessen, was bei uns zu Hause in der Familie die Hauptmahlzeit ist, in einem Schritt zubereitet werden kann. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man ein Ernährungskonzept hat, wenn man seine Ernährung ein bisschen umstellen kann. Bei mir war das jetzt der Fall, dass ich sagte, ich möchte wenig Kohlenhydrate essen abends in der Zeit des Programms. Und ja, dann guckt mich mein Liebster mit großen Augen an und sagt, wie werde ich davon satt? Und es ist aber mit dem Thermomix überhaupt kein Problem, weil der Thermomix ja in verschiedenen Ebenen kocht und da kann man dann abends, also wir in dem Moment abends, auf der einen Ebene das Gemüse, das gedünstete Gemüse machen, man kann gedünstetes Fleisch, man kann gedünsteten Fisch machen und auf der anderen Seite natürlich auch die Sättigungsbeilagen, die die Männerwelt ab und zu mal braucht, um satt zu werden, in einem Atemzug oder mit einem Kochgang zubereiten. Die gesparte Zeit, die man dadurch hat, weil der Herd ja nicht mit Töpfen und Pfannen vollgestellt ist, die kann man dann, wenn man Clean9 so macht, wie das eigentlich sein sollte, vielleicht mit einem kleinen Workout noch verbinden. Auf der anderen Seite kann man sich aber auch um seine Liebsten kümmern oder vielleicht einfach nur die Wäsche machen. Also es spart auf jeden Fall der Thermomix in Verbindung mit Clean9 extrem viel Zeit. Und ich hatte es ausprobiert, dass sämtliche Produkte oder sämtliche Rezepte, die auf der Seite Tu dir was Gutes angeboten werden, hervorragend in dem Thermomix zuzubereiten sind. Das sind meine Erfahrungen, ganz kurz. Ich muss so ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich weiß, die Martina hat es eilig. Ich könnte jetzt noch sehr viel erzählen. Aber für mich eine ganz, ganz hervorragende Kombination der Thermomix und Clean9. Ein absolut perfektes Duo. Super, Steffi. Vielen lieben Dank. Du hast es wieder richtig schön gesagt und auf den Punkt gebracht. Wir werden es alle beherzigen und jetzt Workout machen. Denn die Natalia hat mich so überzeugt in diesem Kochstudio. Das Brot war wirklich so lecker und die Dips. Der Thermomix steht unter meinem Weihnachtsbaum. Die Boxen habe ich ja schon, wie ihr seht. Und im Januar geht es dann richtig los. Und jeder, der jetzt heute Abend Lust bekommen hat, was für seinen Körper zu tun, wieder Energie zu spüren, die Schadstoffe auszuspülen, sich zu reinigen, der beholt sich jetzt noch die Box dazu, startet mit uns im Januar. Und wer den Thermomix auch noch nicht hat, der kann sich den auch vielleicht noch unter den Weihnachtsbaum stellen. Also die Kombi ist genial. Wir haben es heute Abend gehört. Danke auch Natalia. Du hast das super gemacht, uns ganz toll erklärt, wie der Dip funktioniert. Und ich werde zu Weihnachten dann ein paar Dips machen. Also herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ganz liebe Grüße. Ach, ganz kurz, wir haben noch zwei weitere Livestreams. Wir haben noch einen Rohkostsalat für euch als Meal Preparation. Wir haben eine 600-Kalorien-Mahlzeit, Blumenkohl. Und also wir haben noch weiter gekocht für euch im Kochstudio. Und das werden wir euch in den nächsten Livestreams zeigen. Und Shakes warten natürlich auch noch auf euch, leckere Shakes. In diesem Sinne euch einen wunderschönen Adventsabend und bis bald. Tschüss.